Ja, Freunde, es ist soweit. Ihr wisst jetzt, wie ich aussehe und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, was das bedeutet. Richtig, ich werde nämlich jetzt Reaction-YouTuber. Spaß, natürlich mache ich nicht diesen Move. Allerdings werde ich auf meinem zweiten Kanal, den InKev-Kanal, ab und zu mal vielleicht eine Reaction raushauen, aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall kann ich euch mal meinen Real-Talk-Kanal zeigen. Das ist der InKev-Kanal, dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dort gibt es jetzt ab und zu vielleicht das ein oder andere Video, wo man vielleicht auch mal vorbeischauen kann. Ich werde das auch in meiner Community-Funktion immer mal anteasern, von daher dürfte das gar kein großes Problem sein. Aber ich möchte einfach mal darüber reden, warum ich jetzt eigentlich diesen Schritt gegangen bin. Ehrlich gesagt hatte ich anfangs wirklich Angst drum, mich zu zeigen. Nicht, weil ich hässlich wie die Nacht bin, ich meine, dafür kann ich gar nichts weiter dafür, sondern weil es natürlich auch Auswirkungen auf das private Leben haben kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass mich irgendwelche Leute dann vielleicht ansprechen, sondern vielleicht auch, dass meine Ausbildung darunter leiden könnte. Da ich mir dann aber nach irgendeiner Zeit so gedacht habe, ja, ich mache ja eigentlich gar nichts Verwerfliches, dachte ich mir so, ja, da kannst du dich doch eigentlich auch zeigen. Und mein Bruder, Grüße gehen raus auch an ihn, der hat mich jetzt dazu noch unterstützt und hat gesagt, ja, mach das doch. Ich meine, das verbindet viel, viel mehr mit dem Kanal. Und dadurch habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, diesen Schritt auch zu gehen. Doch wie wird es jetzt eigentlich mit meinem Kanal weitergehen, werden sich jetzt bestimmt einige fragen. Gibt es Veränderungen oder sonstiges? Das werde ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Ich kann euch auf jeden Fall in der Hinsicht beruhigen, es wird keine großen Veränderungen geben. Außer, dass ich jetzt zum Beispiel in meinen Streams ein Facecam aufnehme, was einfach mega geil ist. Ich finde es allgemein immer viel chilliger, wenn man den Streamer auch sieht und sozusagen dann auch die Reaction sieht, wenn man jemand spendet oder wenn man allgemein mal ein Thema aufgreift, ist viel entspannter als alles andere. Von daher habe ich jetzt auch diesen Schritt gewählt, weil ich das einfach viel schöner finde. Dazu habe ich mir natürlich auch eine ganz gute Webcam geholt. Ich habe mir Belichtungsanlagen geholt und so. Von daher wird das eigentlich eine ganz coole Sache. Und in meinen Videos werde ich mich ab und zu zeigen, aber ich werde mich jetzt nicht dauerhaft zeigen, wie das jetzt bei einigen der Fall ist. Und vor allem werde ich nicht auf meinem Hauptkanal irgendwelche Reactions rausbringen, die hingerotzt sind oder sonst irgendwas. Wenn ich so eine Reaction mache, dann wird es meistens wirklich nur auf meinem zweiten Kanal sein. Oder wenn es halt mal wirklich gut kommt, werde ich vielleicht meine Reaction aufnehmen, wo es vielleicht um mich geht oder wo es halt allgemein um meinen Kanal oder einiges anderes geht. Ich bin jetzt natürlich mega gespannt, wie das Ganze bei euch ankommen wird, denn ich bin ehrlich gesagt ganz, ganz froh darüber, diesen Schritt überhaupt jetzt gegangen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das feiert, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das nicht so feiert. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, ob ihr das feiert, dass ich mich jetzt gezeigt habe oder nicht. Und ansonsten kann ich jetzt einfach nur allen danken, die mich bis hierhin unterstützt haben. Ich möchte jetzt einfach nur mal ein ganz, ganz großes Danke aussprechen, denn wir haben jetzt über 72.000 Abonnenten. Wir haben, ich sag mal, damals 2018 im Januar angefangen mit 8.000 Abonnenten und sind jetzt bei 72.000 Abonnenten. Das ist einfach eine unglaubliche Zahl. Danke einfach dafür, danke für den Support. Wir haben fast kein Video, wo irgendwie richtig viel gehatet wird oder sonst irgendwas. Man merkt auch einfach, dass die Community bei mir sehr positiv ist. Einfach danke dafür. Ich feiere das richtig an euch und ich bin auch mega froh darüber, dass ihr auch ordentlich argumentieren könnt. Da gibt es immer mal ein paar Leute, die beleidigen oder so. Aber ich denke, das ist in jeder Community der Fall. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Es ist mir wirklich eine riesen Ehre, so eine geile Community zu haben. Vielleicht sieht man sich das ein oder andere Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao.